Lufthansa hat tatsächlich den ersten A380 wieder zurückgeholt, um die Maschine für das nächste Jahr zu reaktivieren. Und das bedeutet verdammt viel Aufwand. Viele haben das nicht für möglich gehalten, doch nicht nur Lufthansa holt den A380 zurück. Und allein das heizt die Diskussion über die Zukunft des A380 wieder an. Wie der aktuelle Stand der Dinge zum Thema Airbus A380 bei Lufthansa ist, schauen wir uns heute an. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Lufthansa hat einen ersten Airbus A380 vom Parkplatz in Teruel in Südspanien wieder in die Luft gebracht und nach Frankfurt überführt. Dort landete die Mike Kilo, so die Registrierung des Flugzeuges, am ersten Freitag des Dezembers kurz nach Sonnenuntergang und verschwand dann in Richtung Lufthansa Technik. Und da ist er also, der erste von vielleicht einer Handvoll A380, die bei Lufthansa jetzt reaktiviert werden. Und das, obwohl sich die wenigsten vorstellen konnten, dass das ehemalige Flaggschiff überhaupt wieder zurückkommt. Und vorwerfen kann man das wohl niemandem. Schließlich wurde CEO Carsten Spohr mehr als oft genug gefragt, wie es um die Zukunft des A380 bei Lufthansa steht. Als Mitte 2021 nicht nur der A340-600, sondern auch die Boeing 747-400 wieder zurück in den aktiven Betrieb der Fluggesellschaft geholt wurde, erschien vielen die Rückkehr des A380 als der nächste logische Schritt. Etwas pessimistisch anmutende, aber halt eben nie endgültige Aussagen von Carsten Spohr zu diesem Thema wunderten wahrscheinlich niemanden. Als dann aber im August 2021 die ganz klare öffentliche Aussage kam, dass der A380 natürlich nicht zurückkommen wird, waren eigentlich alle Zweifel beseitigt. Eine so klare Aussage aus der Chefetage, verbunden mit der Tatsache, dass es sich Lufthansa ja sogar noch richtig was kosten lassen hat, den Bestand an A380-Pilotinnen und Piloten über Abfindung beispielsweise auf ein Minimum zu reduzieren, machte die Sache eigentlich ziemlich eindeutig. Die Ausflottung des A380 hatte aber ebenfalls, ganz bewusst natürlich, zur Folge, dass die Kapazität an First-Class-Sitzplätzen bei Lufthansa auf ein absolutes Minimum reduziert wurde. Und ihr habt viel in die Kommentare geschrieben. Es geht doch nicht immer nur um die First-Class-Plätze. Das Ding hat auch noch eine ganze Menge andere Sitzplätze, die doch für einen Großteil der Leute viel relevanter sind. Die First-Class ist so eine schmale Zielgruppe. Und ihr habt natürlich auch recht. Mit der Ausflottung der 14 Flugzeuge starken A380-Flotte bei Lufthansa hat die Airline auf einen Schlag 112 First-Class-Sitze, aber eben auch über 1000 Business-Class und fast 6000 Economy- bzw. Premium-Economy-Sitze abgegeben. Die ließen sich dann aber unmittelbar nach dem A380 aus, alle mit anderen Flugzeugen ersetzen oder waren eh auf kurze Sicht überflüssig. Alle bis auf die First-Class-Sitze, die waren halt einfach weg. Bestes Beispiel München. Dort hatte jedes bis 2016 von Lufthansa stationierte Flugzeug auch First-Class-Sitzplätze. 2017 fielen die Dinger dann im A330 weg. Der neue A350, der dann dazu kam, hatte keine First-Class-Sitze mehr. Und als der A340-600 und der A380 dann ebenfalls weg waren, da gab es die First-Class-Sitze dann eben nur noch auf der 747-8 in Frankfurt. Mit anderen Worten, in München ging es innerhalb weniger Jahre von 100 auf 0. Denn was Fluggesellschaften extrem wehtut, das sind kaum gefüllte große Flugzeuge mit Platz- und spritschluckenden Premium-Sitzen, so gut es irgendwie geht, aufgefüllt mit Passagieren, die viel zu wenig für ihr Ticket bezahlt haben. Oder um es mit den Worten von Carsten Spohr zu sagen, zu viele Ressourcen für viel zu wenig Passagiere. Was Fluggesellschaften aber noch einmal mehr wehtut, ist es, nicht ausreichend Platz auf dem Markt anbieten zu können. Die Nachfrage also nicht stemmen zu können und auf diesem Wege, und das ist eben das ganz große Problem, mittelfristig Passagiere und Marktanteile an einen Konkurrenten zu verlieren, denn die schlafen ja auch nicht. Oder um auch das wieder mit den Worten von Carsten Spohr zu sagen, zu wenig Ressourcen für zu viele Passagiere zu haben. Das ist das große Problem. Und ein Problem, das sich natürlich auch nicht mal eben so mit der Ankündigung der größten Produktoffensive in der Geschichte der Lufthansa beseitigen lässt. Denn auch damit wird es noch eine ganze Weile dauern, bis Passagiere die Möglichkeit haben, auch auf kleineren Flugzeugen wie dem A350 oder der Boeing 787 verschiedene Versionen von Business-Class-Produkten auszuwählen oder vielleicht sogar First-Class-Sitzplätze auszuwählen. Und dann müssen auf einmal doch wieder Lösungen her, die fast schon etwas sprunghaft und unüberlegt erscheinen. Und auf einmal steht dann wieder eine Handvoll A340-600 auf der Matte, etwas unhandlich schnell beredert mit den eigenen Leuten. Hin und wieder dreht dann dieser totgesagte A340-600 auch wieder eine Runde nach der nächsten in Leipzig, um Landetraining für neu geschultes Cockpit-Personal möglich zu machen. Und tatsächlich, kurze Zeit später bringt dann genau dieses Flugzeug wieder Menschen von München nach Nordamerika und das teilweise eben auf den teuersten Sitzplätzen, die Lufthansa aktuell im Angebot hat. Über 20.000 Euro zahlt man teilweise für Hin- und Rückweg in einem Lufthansa First-Class-Sitz.
Nach Aussage von Carsten Spohr waren die im Sommer 2022 ausgebucht. Und der ganz wichtige Punkt dabei ist, die Alternative wäre eben nicht gewesen, diese Sitzplätze einfach günstiger anzubieten, sondern die Alternative wäre gewesen, die Sitzplätze gar nicht anzubieten und den Passagieren dann am besten auch noch direkt einen guten Flug über London oder so zu wünschen. Ob sich das Zurückholen des A380 oder des A340-600 wirklich rechnet, also ob diese Flugzeuge in einer dann ja auch wirklich kleinen Teilflotte wirklich von Flug zu Flug einen Gewinn einfliegen können, keine Ahnung. Ist auch teilweise ein bisschen schwer vorstellbar, aber ich habe euch auch schon vor über einem Jahr in einem anderen Video gesagt, wenn Lufthansa es wirklich schaffen sollte, die Reaktivierung und den Weiterbetrieb der Boeing 747-400, des A340-600 und des A380 mit der Verspätung der 777X und der 787 zu erklären und zu rechtfertigen und damit das Ganze teilweise auch noch zu finanzieren, dann dürfte das eine ziemlich smarte Entscheidung gewesen sein und ist für uns natürlich auch super spannend zu beobachten. Und dann lohnt sich auf einmal auch das sehr aufwendige Reaktivieren eines Airbus A380. Bevor wir darüber noch etwas genauer sprechen, darf ich euch diesen Monat so wie jeden Monat wieder Blinkist empfehlen. Ihr wisst mittlerweile Bescheid, Blinkist nutze ich sehr, sehr gerne und empfehle ich euch auch immer wieder sehr, sehr gerne. Die App liefert euch die Kernaussagen von mittlerweile über 5000 Sachbüchern aus 27 unterschiedlichen Kategorien und auch die Kernaussagen von Podcasts zusammengefasst in etwa 15 Minuten zum Anhören oder zum Lesen. Und falls euch ein Buch dann so richtig gut gefällt, gibt es viele davon mittlerweile auch als komplettes Hörbuch direkt in der App verfügbar. Es gibt Blinks auf Deutsch und auf Englisch. Und wenn ihr dann am Kochen seid oder mit dem Hund draußen seid oder die Bude aufräumt oder sowas, dafür ist Blinkist wirklich perfekt, um zu einem bestimmten Thema ein paar Gedanken, ein paar Ideen, einfach die Kernaussagen eben aus einem Sachbuch mitzunehmen. Und ich nutze die App auch sehr gerne, um mir einfach dann ein neues Buch aus einer bestimmten Kategorie vorschlagen zu lassen. Wenn mir das dann sehr gut gefällt, dann kommt das bei mir ins Bücherregal. Dazu hat Blinkist vor kurzem eine weitere Funktion bekommen namens Blinkist Connect. Darüber habt ihr die Möglichkeit, euren Premium-Zugang mit einer weiteren Person zu teilen. Das heißt, Freund, Freundin, irgendjemandem aus der Familie oder sowas, könnt ihr euren Premium-Account teilen, ohne dass ihr euren eigenen unabhängigen Account verliert. Quasi zweimal Premium zum Preis von einem. Dort könnt ihr euch dann Blinks oder ganze Bücher empfehlen, bestimmte Teile markieren und somit euch einfach über diese Bücher austauschen. Also, es gilt weiterhin der Link ganz oben in der Videobeschreibung blinkist.de/aeronews und der liefert euch 25% Rabatt auf euer Jahresabo Blinkist Premium. Und über diesen Link könnt ihr die komplette App auch 7 Tage kostenlos testen, in vollem Umfang und so einmal rausfinden, ob das wirklich was für euch ist. Also, viel Spaß damit, vielen Dank für die großartige Unterstützung und weiter mit dem Video. Anfang Dezember kam mit der Mike Kilo also der erste von theoretisch 8 A380 zurück, die der Lufthansa noch gehören und damit potenziell für die Reaktivierung in Frage kommen. Lufthansa begleitete das Abholen der Mike Kilo netterweise ein wenig mit der Kamera und lieferte uns dann dazu ein paar Hintergrundinfos. Die Maschine wurde von Tarmac Aerosafe in Teruel betreut und nach den Herstellervorgaben dann auch wieder aus dem Storage-Zustand, in welchem sich das Flugzeug in den letzten 2 Jahren befand, in einen grundsätzlich flugtauglichen Zustand überführt. Das dauert bis zu 8 Wochen und umfasst etwa 3000 Arbeitsstunden mit zahlreichen Tests und Überprüfungen. Was in Teruel allerdings nicht gemacht werden kann, ist ein sogenannter Gear Swing. Dabei wird die Maschine tatsächlich aufgebockt, wie mit einem Wagenheber, und das Fahrwerk wird mehrfach ein- und wieder ausgefahren. Also fand der erste Flug dann aus Sicherheitsgründen mit ausgefahrenem Fahrwerk und damit eben langsamer, niedriger und vor allem deutlich spritintensiver als mit eingefahrenem Fahrwerk statt. In Frankfurt ist Lufthansa Technik dann mit entsprechendem Equipment für diesen Test ausgestattet. Erstes Ziel für die weiteren Überprüfungen und auch für das eigentliche Wiederfitmachen für den Passagierbetrieb war dann also Frankfurt. Und das war es dann aber noch nicht. In den nächsten Wochen wird sich der A380 dann analog zu den A340-600 auf den Weg nach Manila machen. Dort befindet sich auch ein Lufthansa Technikwerk, was entsprechend ausgestattet ist, um Heavy-Maintenance-Ereignisse beim A380 durchzuführen. Und dort wird dann, soweit ich weiß, ein großer C-Check durchgeführt, ein mehrere Millionen Euro teurer Check, nach welchem der A380 dann wie neu wieder aus der Halle rollt. Also ein wirklich verdammt aufwendiges Vorhaben. Auch neues Personal für den A380 wird man dann wieder schulen im Cockpit und in der Kabine. Und ja, das ist ganz schön viel. Das könnte aber heißen, dass die mindestens 3 A380, die von Lufthansa reaktiviert werden wollen und sollen, dass die eventuell noch eine ganz schöne Zukunft bei der Fluggesellschaft vor sich haben. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.